Hallo, ich habe ja schon seit einiger Zeit hier in meinem Hof aufgehört, alles zu entfernen. Und was dann passiert ist, dass sich zwischen den Steinen in den Ritzen Blumen ansammeln, wie hier zum Beispiel diese wunderschöne Wegwarte. Hier weiß ich nicht, was es ist. Aber hier sehen wir auch die, ich meine, es ist die rundblättrige Glockenblume. Da haben wir eine Kratzdistel. Und hier wieder eine Kratzdistel mit einer Weg. Ja, hier der Hornklee. Und weiter oben viele Glockenblumen und Schafgarbe. Ja, hier noch der Kies, den ich noch irgendwann verschaffen muss. Und hier tut sich mein geplantes Gebüsch anschließen. Hier vorne haben wir den Guster. Dann hier verschiedene Wildrosen. Färberginster habe ich hier gesetzt. Pfaffenhütchen, Weißdorn und Kreuzdorn und so weiter. Und der Hartriegel, der ist natürlich auch noch da. Den habe ich aber nicht pflanzen müssen, das machen bei mir die Vögel. Auf unserem Kompost, da entwickelt sich der Kürbis richtig gut, also beziehungsweise die Kürbisse. Da haben wir einfach, oh oh, der hintere schaut mir nicht gut aus. Ja, dann haben wir einfach mehrere Pflanzen in den Kompost gesetzt und der breitet sich jetzt hier richtig gut aus. Hier blüht wieder Hornklee. Da noch einer. Klatschmohn ist auch noch am Blühen. Hier die Färberkamille und die Nachtkerzen. Natürlich der Lavendel, wobei der jetzt eigentlich schon durch ist. Bei der Nelke habe ich vergessen, wer das, was jetzt das genau für eine Nelke ist. Die Sandgrasnelke hier hinten, die hat Kinder gekriegt, zum Beispiel dieses Kind und dieses Kind. Ja, hier habe ich auch noch mal ein bisschen was mit Kies gemacht und mein Moor habe ich jetzt noch mal schützen müssen, also noch ein Hasendraht drum, weil schon wieder jemand gemeint hat, hier alles rausrupfen zu müssen. Ja. Ja, Wermut. Weil das mit dem Aussehen wieder nicht so richtig gut geklappt hat, habe ich mir eben hier jetzt den Wiesenknopf, Pimpernelle, hingesetzt. Und was ist das hier schon wieder? Die Perückenflockenblume. Ja, gab doch noch eine Flockenblume, die ich nicht hatte. Jetzt hoffe ich, dass die sich hier gut entwickelt. Das Leinkraut. Echt eine tolle Blüte. Und hier die Karde, die am Blühen ist, noch am Blühen ist, und auch die Kugeldistel ist jetzt soweit, dass die ersten Blüten aufgehen.
Und das hier ist der Rheinfarn. Ja, diese weiße Lichtnelke ist echt ein Blühwunder. Halt vor allem nachts, aber die blüht jeden Tag wieder neu. Ist echt krass. Das Johanniskraut ist jetzt im Wesentlichen durch. Hier haben wir noch eine Ackerkratzdistel. Müsste Alant sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Unsere Blaubeeren haben wir auch schon gut abernten können. Hier haben wir noch einen Natternkopf, der in der Blüte steht. Da sind noch ein paar Karden und eine Königskerze bzw. zwei. Das müsste die großblütige sein. Ich glaube, die sind im ersten Jahr geschossen und nicht, wie sie es eigentlich hätten sollten, erst nächstes Jahr. Aber ich hoffe, die versammelt sich und dann wird das auch klappen. Hier haben wir noch eine Nachtkerze. Und noch eine Karde. Ja, das mit den dicken Bohnen und so, das war wieder mal kein Erfolg. Also entweder haben wir zu spät geerntet oder ich weiß nicht. War traurig, das Ergebnis. Da braucht man wahrscheinlich viel, viel mehr Fläche, als wir haben. Und das werden wir nicht mehr machen. Da tun wir lieber Stangenbohnen setzen. Hier haben wir eine Wolfsmilch. Ja, es hat gerade frisch geregnet, es hängt alles wieder runter. Der Blutweiderich. Die Ebereche, die lässt sich auch ganz schön hängen, seitdem die Früchte hat. Ja, hier habe ich mir noch einen Waldziest gesetzt, neben die Waldglockenblume. Ich hoffe, dass das ein guter Standort für die ist. Und hier blühen jetzt vor allem Hysop und Dost. Auch als Majoran bekannt, aber auch die Wiesenwitwenblume tut immer wieder neue Blüten nachschieben. Und hier haben wir noch kleine Blüten vom Wiesensalbei und Blüten vom Steppensalbei mit Dost. Ja. Die weiße Skabiose hier, ich weiß den Namen nicht mehr auswendig. Ist ein richtiges Monster geworden. Und eigentlich ist da unten noch eine kleine Nelke. Jetzt hat die, die hat echt schöne Blüten, aber das ist jetzt total überwuchert worden. Ja, hier vorne der Natternkopf, der ist fertig. Und auch die große Kratzdistel hier. Hat der Regen jetzt ganz schön runtergedrückt. Aber ich bin ja froh, also letztes Jahr war es ja echt schlimm im Sommer. Jetzt Juni war es auch schon wieder schlimm. Und dass es jetzt doch wieder mal regelmäßig zu Niederschlag kam, das ist schon sehr, sehr wertvoll hier. Ja, die Malbe hier blüht auch noch oder wieder.
Ich habe es halt stehen lassen. Die Wiesenflockenblume, die hat sich hier auch richtig hingelegt. Man kommt gar nicht mehr durch. Eigentlich war das mal ein Weg. Ja, und hier sieht man eben noch die nesselblättrige Glockenblume am Blühen und den Steppensalbei und den klebrigen Salbei mit den gelben Blüten. So, ich glaube euch, ich habe jetzt alles Wichtige gezeigt. Macht's gut, ciao, ciao.